Moin. Heute wollen wir einen WLAN-Repeater installieren und dafür stecken wir das gute Stück jetzt erstmal in die Steckdose. Hier haben wir eine Steckdose gefunden und da kommt er rein. Und fängt erstmal an zu. Bevor wir unseren WLAN-Repeater jetzt mit dem Router verbinden können, müssen wir erstmal den Router vorbereiten. Und dafür müssen wir uns, in diesem Fall ist es eine Fritzbox, auch auf unseren Router erstmal einloggen. Und am Beispiel der Fritzbox gibt es unter dem Punkt WLAN-Sicherheit den Punkt WPS aktiv. Das kann so aussehen und dann müsste man es einfach mal markieren. Und dann habe ich 2 Minuten Zeit, wenn ich hier starte, um den WLAN-Repeater zu verbinden mit dem Router. Das probiere ich jetzt und drücke mal auf Starten. Und jetzt gehe ich mal zur Box hin. Moment. Hier ist sie versteckt. Schön im Schrank, damit man sie nicht sieht. Und jetzt blinkt er hier für 2 Minuten. Was so viel bedeutet, er wartet jetzt auf ein Gerät, was über WPS aktiviert wird, beziehungsweise verbunden wird. Jetzt gehen wir mal zum WLAN-Repeater. So, jetzt sieht der Vorgang folgendermaßen aus. Hier ist diese WPS-Taste. Wir müssen jetzt aber erstmal warten, bis er sich hier, ja, eigentlich konfiguriert hat, so die Grundkonfiguration. Ich meine, hier müsste noch eine zweite Lampe kommen gleich. Warten wir mal ab. Machen wir ruhig mal in Echtzeit. Und wenn er sich eingependelt hat, dann werde ich gleich mal die WPS-Taste hier drücken. Jetzt hat er 2 LEDs und in dem Moment halte ich die WPS-Taste für 6 Sekunden gedrückt. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich tatsächlich verbindet mit dem Router. Das sieht gut aus. Hier hat er eben die Signalstärke angezeigt, ja, wie gut der Empfang von hier aus ist bis zum Router. Und da hatte ich eben 5 LEDs. Wir warten mal einen Augenblick ab. Der konfiguriert sich jetzt hier. Und ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Das Geblinke da oben müsste gleich aufhören. Und dann ist der WLAN-Repeater angemeldet und ich kann ihn im Prinzip in jede Steckdose stecken, wo ich noch ein wenig Empfang wenigstens habe zum Signal des Routers. Denn ein bisschen Signal brauche ich schon, sonst kann er das nicht verstärken. Jetzt ist er fertig. Und jetzt gehen wir mal zu dem anderen Rechner. Der ist nämlich, der Router steht ganz weit weg. Und hier ist der Rechner, der ins Internet soll. Jetzt schauen wir mal, ob wir den verbunden kriegen. Die Fritzbox lasse ich jetzt mal weg und gehe mal hier auf Google. Da wird er natürlich gleich meckern. So, hier meckert der. Dann schließe ich jetzt mal die WLAN-Verbindung und aktiviere sie erneut. Und schau mal, ob er jetzt irgendwie tatsächlich eine Verbindung zum Router her. Da hat er schon gemacht. Da sieht man es. WLAN-Internetzugriff. Verbunden. Das sieht gut aus. Hier steht jetzt, da die automatisierte WLAN-Anmeldung war erfolgreich. Das wollen wir so. Jetzt gehe ich auf Google, um das zu testen. Und da sind wir auf Google. Wunderbar, das hat geklappt. Also so schwer war es jetzt nicht. Es geht auch noch ein wenig anders, wenn man am Router eine WPS-Taste hat, so wie am WLAN-Repeater. Dann müsste man für 6 Sekunden die WLAN-Repeater, die WPS-Taste drücken und dann würde man das eben über diese Verbindung machen. Okay, Leute, das war's schon. Das wollte ich euch kurz zeigen. Das funktioniert gut. Link packe ich in die Beschreibung. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier Internet habe. Die Entfernung war nämlich doch ein bisschen zu groß ins Wohnzimmer. Und
Ja. Thema durch. Erledigt. Bis demnächst. Tschüss.